Im Theatermuseum in Wien wurde eine neue Ausstellung eröffnet unter dem Titel Austropop von Mozart bis Falco. War Mozart schon Austropop? Selbstverständlich, schauen Sie die Zauberflöte an, die wird auf der ganzen Welt gespielt. Und der erste Papageno, Emanuel Schikaneda, ist ein echter Popstar gewesen. Nicht umsonst haben die Vereinigten Bühnen ihm 2016 ein eigenes Musical gewidmet. Ich bin ganz, ganz großer Falco-Fan. Ich habe den Falco ja noch gekannt, wie er noch gar nicht der bedeutende große Falco war. Aber ich bin auch heute immer noch großer Falco-Fan. Meine ganze Familie, meine Söhne, ja, Falco. Und was ist also das Austropop? Ich glaube, es ist wie in jedem Land in Europa, wo das Lebensgefühl der Menschen, der Rhythmus eines Landes, eine bestimmte Tonfärbung, eine Melodie bekommt. Und das ist eben das Austro daran. Und wir haben uns eben auch selber entdeckt mit dem Austropop. Aber ich persönlich habe nie Austropop gemacht. Ich habe mich um keine Hitparaden geschert, mir war es völlig egal. Wir wollen sehr gute Musik machen. Sie haben auch ein bisschen mitgewirkt an dieser Ausstellung. Ich habe meine Goldenen, die den Reinhard Fendrich betreffen, oder zumindest einen Teil davon zur Verfügung gestellt. Bei Ihnen ist das Büro jetzt leer? In meinem Konferenzzimmer ist jetzt eine ganze leere Wand für ein Jahr. Die Sprache des Austropops kann man im Museum nun auch lernen. Ich muss Hupin Gatsch aufmachen. Ein Austropop-Adventkalender. Spring in den Matsch, sinngemäß, geh weg, lass mich zufrieden. Das ist ja interaktiv. Wahnsinnig. Damit uns auch die deutschen Nachbarn verstehen. Die verstehen uns auch nicht, wenn sie das aufmachen, glaube ich.